Katzen durchlaufen verschiedene Phasen des Wachstumsprozesses, während derer sich sowohl das körperliche Erscheinungsbild als auch die Reife und das Temperament stark verändern. Jedes Stadium ist besonders. In diesem Tierisch-Schlau-Video erfahrt ihr, welche Stadien es gibt und wann eine Katze als ausgewachsen gilt. Bleibt dran, um mehr zu erfahren! Katzen durchlaufen verschiedene Entwicklungsstadien, bevor sie als ausgewachsen gelten. Obwohl sich Experten in einigen Details uneinig sind, insbesondere in Bezug auf den genauen Beginn und das genaue Ende, können wir 6 Wachstumsstadien unterscheiden, die für die Entwicklung von Katzen von grundlegender Bedeutung sind. Die Neugeborenenphase. Die Neugeborenenphase beginnt nach der Geburt und endet nach etwa 9 Tagen. Das Kätzchen ist ein Neugeborenes, hat ein geringes Gewicht und hat die Augen noch verschlossen. In diesem Moment können sie fühlen und riechen, aber ihre Beweglichkeit ist sehr begrenzt und sie sind völlig von ihrer Mutter abhängig, um zu überleben. Die Übergangsphase. Zwischen 9 und 15 Tagen nach ihrer Geburt tritt die Übergangsphase ein. Hier können wir beobachten, wie das Kätzchen beginnt, Mobilität und Autonomie zu erlangen. Zu diesem Zeitpunkt öffnet das Kätzchen seine Augen und kann hören. Die Sozialisierungsphase. Nach 2 Wochen beginnt das Kätzchen, zusätzlich zur Muttermilch feste Nahrung zu sich zu nehmen. Sie werden unabhängiger und beginnen zu rennen und mit ihren Geschwistern zu spielen, oft in Form von spielerischen Jagen und Kämpfen. Dies ist Teil des Sozialisierungsprozesses. In diesem Alter ist es wichtig, dass das Kätzchen mit anderen Tieren und Menschen in Kontakt kommt, damit es sich an die Interaktion mit anderen gewöhnen kann. Die wichtige Sozialisierungsphase endet etwa in der 8. Lebenswoche. Die Jugend. In dieser Zeit wächst die Katze zu ihrer endgültigen Größe und Form heran und gilt offiziell als junge Erwachsene. Sie wird in der Regel entspannter, obwohl sie immer noch einen hohen Spiel- und Aktivitätsdrang hat. Das Alter, in dem ein Kätzchen nicht mehr wächst, hängt auch von der Rasse und anderen Faktoren ab. Generell ist es der Moment, in dem sie seine Größe zu stabilisieren beginnt. In dieser Zeit beginnen auch sexuelle Verhaltensweisen aufzutreten. Die Pubertät. Nach ungefähr 6 oder 7 Monaten erreichen Kater die Pubertät, während Katzen zwischen 5 und 8 Monaten brauchen. Dieses Stadium ähnelt stark der typischen Pubertät des Menschen. Es ist eine Zeit der Rebellion und es kommt sehr häufig vor, dass Katzen in diesem Alter ungehorsam sind und das Gefühl haben, das tun zu müssen, was sie wollen. Das Erwachsenenalter. Sobald die kritische Phase der Rebellion vorbei ist, nimmt die Katze ihren endgültigen Charakter an. Sie ist voll ausgereift und wächst ausgeglichener und ruhiger. Nach Betrachtung der verschiedenen Wachstumsstadien bei Katzen stellen wir fest, dass eine Katze mit mindestens 1 Jahr als ausgewachsen gilt. Es kann jedoch bis zu 3 Jahre dauern, bis sich Charakter und Temperament normalisiert haben. Obwohl das Wachstum einer Katze im Vergleich zu anderen Tieren nicht so stark von der Rasse abhängt, gibt es doch einige Unterschiede. Zum Beispiel kann es bis zu 4 Jahre dauern, bis die Riesenkatzen wie die Maine Coon ihre volle Größe erreichen. Britisch kurzer Katzen entwickeln sich ebenfalls nur langsam und benötigen etwa 3 Jahre. Im Allgemeinen werden kleinere Katzenrassen wahrscheinlich früher heranwachsen. Aus diesem Grund können persische und siamesische Katzen bereits nach einem Lebensjahr ausgewachsen sein, während europäische Katzen ca. 2 Lebensjahre benötigen. Habt ihr persönliche Erfahrungen gemacht, die uns helfen, die Entwicklung von Katzen genauer zu bestimmen? Wenn ja, hinterlasst einen Kommentar. Sagt uns, ob euch dieses Video gefallen hat und abonniert unseren Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal!